unsere nächste musikalische Darbietung. Charlotte Ludwig und die 16er Burme. Ich kann Ihnen sagen, Sie hören jetzt wienerisch vom Feinsten, anders als vorher bei Martin Spengler. Jetzt wirklich gewaltige Explosion. Jetzt nicht bluesig, nicht nachdenklich, sondern das Wiener Lied ganz klassisch und vom Feinsten. Zu Beginn jetzt über die Engern. Na, was ist denn heut nur los? Na, was ist denn heut nur gescheit? Es sind so überfüllt die 38er Wein. Der Schaffner, den ich frag, der schwitzt vor lauter Block. Aber sag mir gleich den Grund für diesen Feiertag. Heut kommen Dinger nach Urlaub nach Bern. Denn dort, wo du saust, drum habst Wärme statt so gern. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Kleideln beim Wendern, die kriegen gar nicht nur. Hinter am Bahn steht Gott am Moor und lacht. Viel wird er anstehen in Bern heut auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn. Werner leid, Werner freut, da liegt was drin. Der Petrus lacht verschmitzt, wie er beim Herrgott sitzt. Die Engel möchten gern auf Urlaub fahren nach Bern. Nur der Herrgott sieht das ein, drum sagt er auch nicht nein. Und unterschreibt den Engel einen Urlaubschein. Heut kommen die Engel nach Urlaub nach Bern. Weil dort, wo du haust, drum hast Wärme statt so gern. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Kleideln beim Wendel, die kriegen gar nicht nur. Hinter am Baum steht Gott am Ohr und lacht. Viel wird er anstellen in Bern heut auf Nacht. Der Petrus im Himmel schaut runter auf ihn. Werner leid, Werner freut, da liegt was drin. Das war Wienerisch vom Feinsten. Charlotte Ludwig und die 16er Burm. Vielen Dank fürs Kommen hierher ins Café Falk. Danke. Ja, sehr legendär, Charlotte. Man kennt dich ja über all die Jahre. Du verkörperst das Wienerische. Bist ja auch ein bisschen griechisch angehaucht als Reiseleiterin dort gewesen. Lange Zeit, aber jetzt eben Wienerisch. Wie ist denn das, die Zusammenarbeit mit den 16er Burm? Otterkringer. Sans, jetzt sagt nichts Falsches. Sans einfach. Nein, das Furchtbare ist, die wollen immer essen. Bei jeder Probe, bei jeder Aufführung, immer müssen wir essen. Schaut's mir an. Ja, was heißt, schaut's mir an? Ich bin heute das lebende Beispiel dafür, dass Schwarz nicht schlank macht. Ja? Aber es ist wirklich, also die Proben haben sie mittlerweile, entschuldige, wenn ich jetzt reinrede, aber ja, das ist was sie so gesagt hat. Ja. Die Proben sind bei uns mittlerweile in erster Linie Fressgelage. Das, ich bin schon so konditioniert, wenn ich das Wort Probe her. Kriegst du Hunger. Ein Speichelfluss. Ja. Ja, Klaus Steurer und Patrick Rutzger. Patrick, wie geht's bei dir so essenstechnisch? Essentechnisch wunderbar. Ich bin zwar trotzdem schlank, aber ja, ich esse am meisten von uns drei und am liebsten wahrscheinlich. Aber die Haare irgendwie, nicht? Irgendwie, muss man sagen. Ja, die Haare gingen mir aus, aber das ist schon seit 20 Jahren. Was soll ich machen? Okay. Das hat mit der Intelligenz zu tun. Ach so? Ja, der ja. Klaus weiß das. Sag nichts Falsches jetzt. Nein, bei Patrick muss man dazu sagen, es ist so, wenn der hat so eine Intelligenz, dass das Hirn so groß ist, dass der Kopf, dass das Hirn immer mehr Platz braucht, ja. Dass der Schädel schon durch die Frisur durchwächst. Ja. Patrick, bei dir ja. Ist es ja überhaupt so eine Geschichte. Du bist ja auch durchaus ein bisschen philosophisch angehaucht. Einerseits, und das ist doch eine nette Geschichte für Wien, ein vom Wirtshaus geprägter Autodidakt. Also du bist quasi mit gespritzten, also weil aufgewachsen. Mit gespritzten damals noch nicht, das war noch das Kracherl als Kind. Aber ich war öfters in Otterkring schon mit dem Großvater mit. Beim Wirtshaus, einfach beim Frühschoppen zum Beispiel, wo ein Nagelkarl gespielt hat oder so. Eben. Und du hast auch so private Forschungen nach alternativen Lebensführungen, nach alternativen Lebenskonzepten. Mhm. Was muss man sich da darunter vorstellen? Na, zum Beispiel, wie kann man sich gesund ernähren? So ganz klassische Dinge einfach. Gibt es Alternativen zum Dieselauto? Gibt es Alternativen zum Elektroauto und sowas? Was gibt es alles noch? Ein Philosoph unter euch, schaut dann an. Ja, wir sind alle ein bisschen philosophisch angehaucht. Ne? Ja. Viel und sophisch oder so. Was ist so dein inhaltlicher Tick? Mein inhaltlicher Tick beim Wienerlied oder wo? Ja, ja. So.
Ja, also ich komme wieder aufs Essen zurück. Wir singen die Bovildatschkeln, die Schinkenfleckeln, lauter Böhmen, wie Böhmen noch bei Österreich war, da geht es ja auch ums Essen. Also wir haben sehr viele Essenslieder im Programm und eigentlich war das ja auch der Grund, wie wir uns kennengelernt haben. Der Klaus hat ein Reisfleisch gekocht und da haben wir gesagt, wir müssen miteinander musizieren. Daher ist das bei uns ein ewiges Thema, ganz ehrlich. Ja, das merkt man jetzt schon. Als Bämer noch bei Österreich war, davon hören wir ja noch gleich ein bisschen mehr und die legendären Bovideltatschkerl und die Monudeln. Was wäre das Wienerische und die Wiener Küche ohne die ausländischen Einflüsse? Klaus, auch du textest, du komponierst, schreibst Wienerlieder, aber auch du bist irgendwie wirtshaustechnisch durchaus geprägt. Naja, beim Heurigen, in Otterkring aufgewachsen. Und, was ist das, an Zehnermarie oder? Unter anderem. Also es war, wenn ich bei meinem Elternhaus ausgegangen bin, egal in welche Richtung, ich war spätestens in 5 Minuten beim Heurigen. Und es war wirklich, und ich war immer faul. Und auch als Student, ich bin nicht in die Disco oder in die Stadt irgendwo reingefahren, sondern ins Nächstbeste, und das waren die Heurigen. Mhm. Und dort war doch Zufall, waren dort halt, Musikaktionen immer wieder, weil das Volksliedwerk ja auch in Otterkring ist. So ist es, den Bockkeller gibt es in Otterkring, die Wiener Musik. Das Schrammeln, du hast den Patrick vorher ja auch angesehen, da war eine Passage drinnen, die sozusagen Schrammelmusik sehr, sehr geändert hat. Wird man da, wenn man das Wiener Lied spielt, unweigerlich schrammelmäßig sozusagen sozialisiert? Ist das etwas, an dem man nicht vorüberkommt? Weil es gibt ja mehrere Arten von Wiener Lied. Ja, an den Schrammeln kommt man eigentlich nicht vorbei, weil das war, wie gesagt, die haben zum ersten Mal im 19. Jahrhundert die Wiener Volksmusik und die Hochkultur eigentlich verbunden. Mhm. Und haben in alle Großen, den Heisen gespielt, die haben vom Kaiser gespielt und öfters beim Kronprinz Rudolf und so weiter. Also vorbei kann man an denen eigentlich nicht. Ja. Ne? Und es ist ja schon immer so was Melancholisches drinnen. Also jetzt nicht in der Nummer, die wir schon gehört haben, und auch die andere ist ja wirklich dem Essen auch zugetan, die wir gleich hören werden. Aber generell, das Wiener Lied hat so was Melancholisches, was Nachdenkliches. Kommen wir jetzt zum Wiener Charakter, der Seele des Wieners und der Wienerin. Charlotte, wie würdest du denn beschreiben, ich meine, als Wienerlandkundige? Nein, ich bin ja Wienerin. Also ja. Also sehr melancholisch bin ich nicht, um die Wahrheit zu sagen. Aber du bist ziemlich goschert und immer gut drauf, muss man sagen. Charlotte Ludwig ist nicht unterzukriegen. Aber es gibt ja auch diesen anderen Typus des Wieners, oder? Ja. Naja, also in den Liedern kommt es natürlich schon vor, es wird auch vom Tod sehr viel gesungen beim Wiener Lied. Aber es gibt auch sehr viele lustige Wiener Lieder, muss man auch dazu sagen. Vielleicht ist es doch, weil der Wiener ein bisschen zur Melancholie neigt, dass es so viele Lieder gibt, die sich halt mit diesem Thema beschäftigen. Aber uns ist es schon ein Anliegen, ein bisschen das Lustige hervorzukehren, weil, ich meine, ganz ehrlich, wer redet schon gern vom Tod die ganze Zeit? Ja. Naja, der ein oder andere in Wien schon, sagt man, die Schöne Leich, der Tod muss ein Wiener sein. Sind das so Klischees? Aber ihr kommt ja wirklich viel in den Wirtshäusern herum. Ist das so? Reden die Leute wirklich über das? Ist das ein bisschen so die Hingezogenheit der Wiener Seele zu diesem Thema? Ich glaube, das war einmal. Das war einmal, glaube ich. Das ist jetzt nicht mehr so wild, weil ich denke mal, wie es allgemein ist, diese Spezialitäten der eigenen Völker oder Volksgruppen, die es so früher gegeben hat, die hast du heute nicht mehr. Also diese Unterscheidung. Als Österreich noch Teil der Monarchie und kein unwichtiger war, das war natürlich auch noch vollkommen andere Zeit. Da war der Tod noch wichtiger. Da war der Tod, ja, leider, es hat ja dann nicht sehr positiv geendet, das Ganze. Aus deiner Sicht? Wobei der Tod immer mit dem Augenzwinkern auch betrachtet wurde vom Wiener. Also so im Himmel spielen da nicht die Engel und da sitzen wir wieder beim Heurigen alle beieinander. Also es war nie so wirklich diese totale Traurigkeit eigentlich. Ja. Es ist lustig eigentlich dabei. Vielleicht ist es auch deshalb so präsent, weil das erste Wiener Lied hat schon vom Tod gehandelt. Ne? 1649, glaube ich, war die Pest. Und da ist ja das erste Wiener Lied entstanden, der liebe Augustin. Ne? Ja, genau. Hey, du lieber Augustin, Augustin, Augustin. Hey, du lieber Augustin, oh, lass es hin. Der ist in einer Pestgrube gelegen. Und vielleicht hat sich das von dort so mitgezogen, dass man immer noch glaubt, alle Wiener Lieder handeln vom Tod und jaulen. Nein, wir jaulen nicht, wir singen. Und ihr singt noch einmal für uns. Also diese sozusagen das Gleichnis mit dem lieben Augustin, das werden wir jetzt lang merken. Von der Warte habe ich das noch gar nicht betrachtet. Vielleicht sind wir alle noch ein bisschen in der Bassgrube von damals und versuchen, die Vergangenheit abzuschütteln. Ja, jetzt. Großartige Nummer, hat ein bisschen was mit der Monarchie zu tun, haben wir schon besprochen. Das Thema hat sich ja dann erledigt, 1918 war es dann vorbei. Vorher allerdings eine große Vergangenheit. Als Bämann noch bei Österreich war, denken Sie zurück an vergangene Zeiten. Das ist Charlotte Ludwig und die 16er-Burm.
Wie Böhmen noch bei Österreich war, vor 100 Jahr, vor 100 Jahr, hat sich mein Vater geholt aus Brünn, eine echte Wienerin. Und keine hat gemacht wie sie, die Skubanki, die Skubanki. Er hat dir wieder beigebracht, wie man Wien, ein bisserl Brünn, da steckt eine gute Mischung drin. Entstanden bin daraus da nie, ein echtes Potpourri. Wie Böhmen noch bei Österreich war, vor 100 Jahr, vor 100 Jahr, hat sich mein Vater geholt aus Brünn, eine echte Wienerin. Wenn Böhmen und auch Mähren nicht mehr zu uns gehören, so denken viele Leute an diese Zeit, wie noch ganz leid der Mischl beim Zauner war in Ischl und Robert Prag in Wien beim Deutschen Sängertag. Wir Böhmen noch bei Österreich war, vor 100 Jahr, vor 100 Jahr, hat sich mein Vater geholt aus Brünn, eine echte Wienerin. Und keine gemacht wie sie, die Skubanki, die Skubanki. Er hat dir wieder beigebracht, wie man ein paar Fleisch macht. Ein bisserl Wien, ein bisserl Brünn, da steckt eine gute Mischung drin. Entstanden bin daraus da nie, ein echtes Potpourri. Wir Böhmen noch bei Österreich war, vor 100 Jahren, vor 100 Jahren hat sich mein Vater geholt aus Brünn, eine echte Wienerin. Woo! Ja, eine Hommage an die Vergangenheit, Böhmen, Mähren und den gibt's ja noch, der Zauner in Ischl. Das war Charlotte Ludwig und die 16er Burm, Wiener Lied vom Allerfeinsten. Und das Schöne ist, diese Musikgattung ist jetzt auch wieder voll angesagt. Ja, und auch Mischkulanzen, nicht? Ja. Also unser neuestes Projekt sind die Sirtaki-Schrammen, da mischen wir Wiener Lied und griechische Musik. Das musst du mal anhören, Gerhard. Muss man anhören. Ich glaube, die Premiere kommt ja bald. Großartige Geschichte. Ja, das Wienerische verbindet sich ja durchaus international mit vielen anderen Liedgattungen. Ein bestes Beispiel daraus, euer Potpourri und das Griechische daraus. Ja, die 16er und die Charlotte, danke fürs Kommen hierher ins Café Falk.